Es wäre echt toll, wenn ich mal so auf die Uhr sehe, Leute. Dann nehme ich eigentlich schon seit fast 20 Minuten auf, obwohl ich erst seit etwa 12, 13 Minuten spiele. Aber naja, ich bin gespannt, Leute, ob ich das so hinkriege, dass das jetzt wirklich gleich die Folge aus ist. Aber schreibt es in die Kommentare, Leute, und dann bin ich mal gespannt, was ihr glaubt, welches Pokémon ich wählen werde und aus welchen Gründen. Naja, hoffentlich hat die Zeit gereicht, Leute, die Folge war eben aus. Würde mir nämlich sehr, sehr gut gefallen. Okay, Leute, welches Pokémon wähle ich? Ich habe mir das natürlich sehr, sehr gut überlegt. Und in der blauen Edition war es so, Leute, in der blauen roten Edition, die gelbe ist ja sowieso ein bisschen besonders, aber in der blauen und roten Edition, Leute, war es ja so, also in der blauen Edition, die Kassette, die Spielkassette, die ist blau und auf dem Bild ist Turtok drauf. Und ja, Turtok, Wasser-Pokémon, Entwicklung von Shiggy. Und blau ist auch Wasser, also habe ich mich für Shiggy entschieden. Und in der roten Edition, Leute, war es so, auf dem Bild ist Glurak, Feuer-Pokémon, Entwicklung von Glumanda. Die Spielkassette ist auch rot, auch wie Feuer. Und dann habe ich mich für Glumanda entschieden. Und das hat recht gut funktioniert, Leute. Also, übrigens, kurz vorweg, wir werden uns sowieso alle drei Pokémon holen, Leute. Ich habe die Pokémon-Kristall-Edition auch noch. Wir werden uns alle drei Pokémon immer wieder tauschen. Die Frage ist, mit welchem Pokémon wir jetzt beginnen werden, Leute. Das ist die wichtige Frage. Und ja, so leicht wie in der ersten Generation haben wir es hier in der zweiten Generation leider nicht, Leute. Die Edition auf der einen ist Ho-Oh abgebildet, die Kassette ist golden. Und hier in der silbernen Edition ist Lugia abgebildet und die Kassette ist silber. Gut, Silber kann man jetzt mit einem Stahl-Pokémon identifizieren, Leute. Und wenn es ein nicht sehr schimmerndes, also überhaupt nicht schimmerndes Silber ist, vielleicht sogar mit Grau, also eventuell Stein oder sowas. Wir haben aber hier weder Stein noch Stahl-Pokémon. Wir haben ein Feuer, ein Wasser und ein Pflanzen-Pokémon zur Auswahl. Also das fällt irgendwie schon mal weg. Und was ist mit Lugia? Lugia ist ein Flug-Pokémon. Ja, das ist auch problematisch. Wir haben hier kein Flug-Pokémon. Was ist Lugia noch? Lugia ist nicht nur ein Flug-Pokémon, Lugia ist ein Flug-Psycho-Pokémon. Das macht es nicht gerade besser, Leute. Wir haben weder einen Flug noch ein Psycho-Pokémon zur Auswahl. Also ich habe wirklich überlegt, welches Pokémon ich wähle, Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Folge inzwischen aus ist und ihr inzwischen wisst, welches Pokémon ich für Gold gewählt habe. Goldene Edition, also Ho-Oh, Feuer, Flug-Feuer-Pokémon, Leute. Ich habe mich natürlich für Feuerriegel entschieden. Und deswegen werde ich mich hier nicht für Feuerriegel entscheiden, sondern für ein anderes. Also Kanimani oder für Indivier. Aber welches nehmen wir? Lugia passt irgendwie nicht so ganz, Leute. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ich an Lugia denke, dann denke ich doch irgendwie auch an Wasser. Und kommt wahrscheinlich dem Pokémon-Film geschuldet. Aber ich habe mal nachgesehen, Leute, welche Attacken Lugia durch Levelaufstieg lernt. Und tatsächlich kann Lugia keine Pflanzenattacken lernen, aber Wasserattacken. Das heißt, Lugia passt eher zu Wasser. Wir wählen für die silberne Edition Kanimani. Und willst du Kanimani? Das Wasser-Pokémon? Ja. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Winder erhält Kanimani. Möchtest du Kanimani einen Spitznamen geben? Nein, wir spielen hier nicht Nuzlocke, Leute. Mr. Pokémon wohnt in der Nähe von Rosalia City, der nächsten Stadt. Du gelangst fast ohne Umwege dorthin. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer.
Du kannst mich jederzeit anrufen. Winder erhält Lins Nummer. Mr. Pokémon zieht durch das Land und sucht nach Raritäten. Zu schade, dass er nur unbrauchbares Zeug findet. Winder, ich zähle auf dich. Keine Sorge, wir kriegen das hin. So, Pokémon, wir haben Kanimani, Leute. Status, Kanimani ist männlich, Level 5. Das ist auch neu in der zweiten Generation, Leute. Pokémon haben jetzt ein Geschlecht. So, Status okay, Typ Wasser, 20 Kraftpunkte, 135 Erfahrungspunkte hat es bereits. Bis zum nächsten braucht es 44. Es trägt eine Beere, Leute. Das sehen wir uns gleich an und kann die Attacken Kratzer und Silberblick. Die sehen wir uns auch gleich an. Originaltrainer sind wir. Hat 11 Punkte Angriff, 11 Punkte Verteidigung, 10 Punkte Spezialangriff, 11 Punkte Spezialverteidigung und 9 Punkte Initiative. Auch das, Leute, ist jetzt neu in der zweiten Generation. In der ersten Generation war es so, es gab den Spezialwert. Der wurde für Angriff und Verteidigung benutzt. Hier wurde dieser Wert aufgesplittet in Spezialangriff und Spezialverteidigung. So, dann Attacke. Kratzer, Angriff mit scharfen Klauen, hat Angriffsstärke 40, vom Typ Normal. Silberblick, Typ Normal, senkt Verteidigungswert des Gegners. Dann nehmen wir mal kurz das Item, Leute. Beere, Selbstheilung um 10 Kraftpunkte, kann getragen werden. So, das möchte ich jetzt aber noch nicht, Leute. Winder, ich will, dass du das mitnimmst. Winder erhält Trank. Winder steckt Trank in Itemtasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Na, dann sehen wir uns das auch gleich nochmal an. Trank füllt die Kraftpunkte um 20 auf. Super. Was ich gerade sagen wollte, wir werden jetzt dann erstmal ein bisschen trainieren, Leute. Und ja, während dem Training, wir werden immer wieder hierher kommen zum Heilen, Leute, dann müssen wir nicht die Beere verschwenden. Speichern wir also. So, Winder öffnet ein Buch. Reisetipp 1. Drücke Start, um das Menü zu öffnen. Reisetipp 2. Speichere deine Fortschritte mit Sichern. Reisetipp 3. Öffne deinen Beutel und drücke Select, um deine Items zu verwalten. Select. Das habe ich irgendwie... Oh, das Pokémon. Habe ich irgendwie ganz vergessen. Ah, sortieren. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Reisetipp 4. Verwalte die Attacken deiner Pokémon. Drücke den A-Knopf, um ihre Position zu verändern. Kennen wir schon. So, hier gibt es unzählige komplexe Bücher. Ja. Oh, dein Pokémon ist bezaubernd. Ich wünschte, ich hätte auch eines. Tja. Der sagt nichts Neues. Gehen wir erstmal mit Mama reden. Der Auftrag von Professor Lind? Das klingt nach einer wahren Herausforderung. Aber du kannst stolz darauf sein, dass sich die Leute auf dich verlassen. Ja. So, dann könnten wir auch gleich mal anrufen, Leute. Mama! Hallo? Oh, hi Winder, du bist auf einer Mission für Professor Lind. Viel Glück! Thank you.
Professor Lind. Hallo, Winter. Überanstrenge dich nicht. Heile deine Pokémon, wenn sie verletzt sind. Tja, gehen wir jetzt los, Leute. Speichern. Route 29, Rosalia City, Neuborkia. Reden wir erstmal mit dir. Pokémon verstecken sich im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. Tja. Dann fangen wir jetzt an zu trainieren, Leute. Was wird das erste Pokémon sein, das wir hier finden werden? Ein Hoothoot. Level 3 männlich. Ein Hoothoot. Level 3 männlich. Kanimani erreicht Level 6. Super! Ein Hoothoot Level 4. Weiblich. Und besiegt. Das war eine gute Spritze. Wieder ein Hoothoot. Level 3. Kanimani erreicht Level 7 und er lernt Raserei. Raserei, Angriff 20, Typ Normal, hebt Angriffswert bei Schadenszufuhr. Ein Radfratz. Level 2, männlich. Wir machen einfach Kratzer. Volltreffer, sehr gut.
ein Hut Level 3. Ein Hut. Level 3. So Leute, dieses Graswetter haben wir durch. Ich würde jetzt heilen gehen wollen. Kanimani hat sich sehr angestrengt, ist ein paar Level aufgestiegen. Das reicht fürs Erste. Ein Hut. Level 3. Machen wir mal Raserei. Kerazza. Und Raserei. Kanimani erreicht Level 8. Ein Hut Level 3. Volltreffer und besiegt. So. Ja, wie geht es deinen Pokémon? Sind sie schwach und nicht bereit zu kämpfen? Halte dich vom Gras fern. Na? So. Machen wir hier weiter. Pro Grasfläche hätte ich schon gerne mindestens ein Pokémon, Leute. Ein Hut Level 3. Fast. Aber für das bisschen reicht jetzt auch eine Raserei.
Spinner findet Tank. Wunderbar. Ja, ich hätte hier schon gerne ein Pokémon. Super. Hutut. Level 3. So, für den Rest sollte auch eine Raserei reichen. Ja, Volltreffer sogar. Ein Hutut. Level 3. Und weg. Kanimani erreicht Level 9. Juhu. Ein Hutut. Level 3. Irgendwie gibt es hier nur Level 3 Hututs. Ja, so habe ich das Gefühl. Ne? Goldene Edition haben meistens Level 2 und selten mal Level 3. Naja.